Es gibt einen neuen in der Rüstkammer der Kasseler Löwenburg. Noch ist er in Einzelteilen, eine Arbeit vom niederländischen Künstler Hans von Hovelingen, gekauft von der Museumslandschaft Hessen-Kassel als neue Attraktion. Ein weißer Ritter, ganz aus Porzellan gebrannt. Ist sehr brechlich. Einer Fehler und ist kaputt. So, davor, man muss sehr vorsichtig sein. Einige der weißen Ritter stehen schon in einem Regierungsgebäude in den Niederlanden, als Symbol der Zerbrechlichkeit von Politik. Restauratorin Anne Becker lernt heute, wie das Kassler-Exemplar auf- und abgebaut wird. Soll ich reingehen und du gibst mir den Arm und ich versuche ihn reinzustellen? Ja. Ganz rein? Ganz an die andere Seite. So. Bloß nichts fallen lassen, denn Ersatz gibt es erstmal nicht. Ist die Schraube oben los? Ja. Ich glaube, er ist drin. Wie weit muss er rein? Gibt es einen Mark? Ein schwarzes Mark? Da? Ich will mal gucken. Eine fünfstellige Summe berappt das Museum für den zerbrechlichen Kerl. Für Anne Becker ein kniffliger Job. Sie ist sehr gut, ja. Wie eine Schlange. Es war sehr eine Medieval-Schlange. Aber es ging ja gut. Hier, das hatte ich bisher noch nicht in meiner Arbeit. Und ich meine, es ist zwar eine Ritterrüstung, aber es ist Porzellan. Und wenn die Hebelwirkungen hier auftreten, dann bricht das natürlich viel schneller. Eine richtige Rüstung bricht nicht. Die verdellt höchstens oder kriegt Kratzer. Auch an anderer Stelle in der Löwenburg wird gebaut. Seit 2017 wird sie komplett saniert. Inzwischen sind die Tischler in der Belle Etage der Landgrafen beim Boden in der Bibliothek angekommen. Wenn man sich überlegt, vor einem Jahr war das hier so eine Art Tuffsteinhöhle ohne Holz, einfach nur der nackte Stein. Und wenn man dann sieht, wie ein Raum draus wird und das Ganze noch mit diesem fantastischen Ausblick, ist schon toll. Also es ist einfach ein tolles Erlebnis, das miterleben zu dürfen. Bis zum nächsten Sommer soll die ganze Burg in neuem Glanz erstrahlen und wieder vollständig für Besucher öffnen. Da ist man in der Rüstkammer schon weiter. Jetzt den Kopf. Das war's. Der weiße Neuzugang steht jetzt direkt gegenüber vom bisherigen Star der Rüstkammer, dem Schwarzen Ritter. Sein Besitzer starb laut Legende nach dem Tragen. Sein Geist soll jetzt regelmäßig durch die Burg spuken. Also ehrlich gesagt ist er mir als unruhiger Geist noch nicht hier untergekommen. Also er hat immer brav auf dem Gestell gestanden und hat sich sehr ordentlich benommen. Ich kann es jetzt nicht bestätigen. Der Künstler glaubt, hier ist Platz für den modernen Weißen und den historischen Schwarzen Ritter. Ich denke, die bekommen Freunde. Freunde ins Geschichte, ins Pfalzengeschichte. Zu bestaunen ab sofort in der Löwenburg im Weltkulturerbe Kassler Bergpark.